Hallo, grüß euch. Wir melden uns heute aus Salzburg. Aus gegebenem Anlass, dass die letzten Tage sehr viel Negativpresse über die gesamte Friedens- und Freiheitsbewegung, die derzeit in Österreich agiert, gegeben hat, sehe ich mich als Präsident unseres Vereins in Salzburg, Heimatpflege, Kultur, Friedensbewegung Salzburg, dazu gezwungen, eine Stellungnahme abzugeben und zu erklären, dass wir uns ganz deutlich von jedem aggressiven Verhalten und Gewaltbereitschaft distanzieren. Wir sind keine radikale Truppe, wir sind friedliche, freiheitsliebende Menschen. In unseren Reihen sind Familien mit Kindern, wir haben Menschen allen möglicher Herkünfte, Religionen, Hautfarben. Wir sind ein breiter Querschnitt der Gesellschaft. Es gibt bei uns keine bestimmte Zugehörigkeit oder Gruppen. Wir sind parteilos. Das Einzige, was wir möchten Frieden, Freiheit, das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben haben, das Recht auf körperliche Unversehrtheit und das Recht auf unsere Würde. Und unsere Würde ist eine ganz wichtige Sache, die derzeit mit Füßen getreten wird. Und wir distanzieren uns, wie gesagt, vor jeglicher Gewalt, vor jeglichem Gewaltaufruf zu Gewalt, vor jeglichem aggressiven Handeln. Thomas? Was in Österreich passiert, ist bedenklich. Keiner von uns ist in Wirklichkeit Aktivist. Und wir haben unseren Beruf, wir haben viel zu tun und eigentlich hat keiner Lust, wirklich auf die Straße zu gehen, aber wir sehen uns gezwungen. Wir sehen uns gezwungen von einer Regierung, die im Moment nichts anderes macht, wie wöchentlich gegen Demokratierechte zu verstoßen. Und das ist der Grund, warum wir auf die Straße gehen. Ich selbst bin entsetzt. Ich war bis vor einem halben Jahr noch nie auf einer Straße. Ich war noch nie auf irgendeiner Demo, sondern ich bin eigentlich das, was man nennt, ein braver Arbeiter, der eigene Firma aufgebaut hat, eine Familie hat und wohl in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Jetzt erleben zu müssen, wie Medien über mich schreiben, über uns schreiben, über diese Bewegung schreibt, als Nazi bezeichnet zu werden, als Staatsverweigerer bezeichnet zu werden, ohne jeweils gefragt zu werden, was eigentlich los ist, das finde ich extrem schlimm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich wahrscheinlich mal oder sehe mich nachträglich als naiv, weil ich nie gedacht hätte, dass das passiert, was gerade passiert. Ich kann euch nur um eines bitten. Hinterfragt. Hinterfragt uns. Hinterfragt die Medien. Hinterfragt, was hier passiert. Ihr seid herzlich eingeladen, bei Merlin, bei mir, bei allen, die unserer Bewegung angehören, nachzufragen, was wir machen, warum wir das machen. Bildet euch eure eigene Meinung und lasst euch nicht das Gehirn waschen von irgendwelchen Medien. Man muss dazu sagen, dass diese Medien unwahrscheinlich viel Geld bekommen und vielleicht wären wir da abhängig davon, ähnlich reagieren. Nur richtig ist das, was da passiert, nicht. Und lasst euch bitte nicht davon abhalten, dass ihr am 16.01. zu unseren Demonstrationen kommt, dass ihr überhaupt uns besucht auf den Straßen, dass ihr mit uns mitmacht, weil genau das ist eigentlich das, was gewollt wird, verhindert es. Seid demokratisch, seid aktiv, aber nochmal, glaubt nicht alles, was da so geschrieben wird und was da so gesagt wird. Genau. Hier in Salzburg trefft ihr uns jeden Sonntag um 14 Uhr am Mozartplatz und jeden Montag um 18 Uhr am Residenzplatz. Jeder kann gerne kommen, kann uns Fragen stellen, kann unsere Beweggründe erfragen. Wir sind da absolut offen. Wir laden jeden herzlich ein. Am 16.01. ist die Großaktion in Wien, die wahrscheinlich versucht wird, gerade zu verhindern durch gewisse Medienhäuser und gewisse Akteure in der Politik. Genau, ich kann nur wieder sagen, kommt vorbei, wir laden euch herzlich ein. Wir sind nicht gewaltbereit, wir sind eine friedliche Bewegung. Wir möchten nur das Recht auf ein freies, selbstbestimmtes Leben haben. Das, was uns auch zusteht. Viele von uns haben Kinder. Und ich glaube, dass wir unseren Kindern schuldig sind, was zu tun und einfach nicht nur zuzuschauen. Und genau das ist das, was wir machen. Wir schauen nicht nur zu, sondern wir bewegen uns, wir probieren was zu verändern. Uns gefällt die politische Landschaft nicht so, wie sie ist. Uns gefällt nicht, wie heute mit Demokratie umgegangen wird. Und das ist nicht nur unser Recht, sondern ich glaube auch unsere Pflicht. Und ich muss leider auch eines sagen, diese massiven Verunglimpfungen in Medien, die werden weiter stattfinden, die werden schlimmer werden, je stärker und je größer wir werden. Und ich bitte euch um eines. Lasst euch nicht davon abbringen, selbst aktiv zu werden, wenn ihr das wollt, nur weil ihr vielleicht irgendwas glaubt, was definitiv nicht so ist. Nur mehr, wir stehen für euch jederzeit zur Verfügung. Macht euch euer Bild, auch uns. Wir haben sicherlich nicht die Weisheit mit Löffel gefressen. Und ich bin mir sicher, dass wir in manchen Sachen irren. Dazu stehen wir. Aber wir werden nie zu einem Dialog eingeladen. Warum nicht? Ich würde auch Medien mal bitten zu sagen, okay, warum denkt ihr so, wie ihr denkt? Das fehlt in dieser Landschaft und ja, vielleicht ändert sich das irgendwann, aber wir wollen ein Teil davon sein. Und wir wollen vor allem ein Teil davon sein, dass die Welt irgendwann einmal besser wird und besser ist, wie das im Moment der Fall ist. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank euch fürs Zuschauen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns in Wien am 16. Januar.